Einen wunderschönen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um 10 inspirierende Fotografie-Zitate. Ich habe mir verschiedene Zitate rausgesucht von teilweise bekannten Fotografen, Malern, aber auch Regisseuren und hoffe, sie inspirieren dich genauso wie mich. Es gibt Bilder, die misslingen, aber ich mache Fotos nicht, um sie in die Schublade zu tun. Sie sollen gesehen werden, ob man sie liebt oder nicht. Ist mir völlig egal. Sagte der gute Helmut Newton und ist ja eigentlich ein schönes Zitat. Ja? Es geht um das Fotografieren an sich. Es geht darum, einfach die Sachen zu machen, sie einfach rauszuballern, nicht nur für sich selbst, sondern einfach an die Öffentlichkeit da auch zu bringen und drauf geschissen, was andere dazu sagen. Hauptsache, man hatte Fun daran. Ob es jetzt 100% technisch oder auch vielleicht vom Anspruch her gut ist, drauf geschissen. Gemacht ist gemacht, raus damit. Könnte man auch falsch verstehen. Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als nur eine Sekunde schaut, sagte Henri Cartier-Bresson. Und er hat absolut recht, ist Franzose, deswegen auch der französische Akzent eben. Ja, man hat es natürlich erkannt. Ein wirklich gutes Foto macht es aus, dass man sich länger als nur eine Sekunde damit beschäftigt. Und gerade auf Facebook sieht man das oft, man scrollt sich durch die Bilder und bleibt nicht hängen. Und bei Wettbewerben zum Beispiel war es immer so, wenn ich die damals ausgewertet habe und mir Bilder rausgesucht habe, dass ich wirklich durch die Bilder durchgegangen bin, da wo ich hängen geblieben bin, länger als eine Sekunde, dieses Bild habe ich ausgewählt. Und ob das jetzt Landschaften sind, die man sich einfach anschaut und sagt, wow, Milchstraßenaufnahmen, wow, oder was auch immer, oder ob das coole Porträtfotos sind mit Charaktergesichtern, wo man sich denkt, wow, cool, oder ob das Brüste sind, wo man sich denkt, interessant, oder ob das was auch immer ist, ist egal. Hauptsache, man beschäftigt sich mit dem Foto. Der amerikanische Landschaftsfotograf Ansel Adams hat mal gesagt, 12 gute Fotos in einem Jahr sind eine gute Ausbeute. Und ich sage es auch immer wieder bei Landschaftsaufnahmen, ein Bild pro Spot. Und das heißt, 2 Bilder pro Tag sind absolut in Ordnung. Ob das jetzt besonders gute Bilder sind oder nicht, ein Bild, was mir gefällt an dem Tag, ist in Ordnung. Dann meistens von so einer Reise, sagen wir mal, ich bin 5 oder 10 Tage weg, da reicht mir ein richtig geiles Bild von diesem ganzen Trip. Und man muss sich davon entfernen, dass immer alle Bilder, die man macht, besonders geil sein müssen. Es reicht, wenn man ein geiles Bild hat. Und ob das jetzt 12 Bilder pro Jahr sind oder ein Bild pro Spot, das ist erstmal nebensächlich. Wichtig ist, wenn man 100 Bilder gemacht hat, reicht doch, wenn ein geiles dabei ist. Wofür braucht man 100 geile Bilder? There are no bad pictures. That's just the way your face looks sometimes. Sagte der gute Abraham Lincoln einmal, heißt du auf Deutsch so viel wie, es gibt keine schlechten Bilder von dir, manchmal sieht dein Gesicht einfach nur ein bisschen scheiße aus. Und das finde ich ein sehr, sehr sympathisches Zitat von einem US-Präsidenten, ja, eines der wenigen. Ja, ist tatsächlich so. Ja, es gibt einfach keine. Manchmal sieht man einfach scheiße aus. Es gibt so eine Bad Face Days auch, bei manchen Leuten mehr, bei manchen Leuten weniger. Aber wir als guter Fotograf müssen dahinter gucken und trotzdem gut ablichten. Und manchmal ist es nicht möglich, dann nimmt man einen anderen Tag. Das Wesen des Menschen bei der Aufnahme sichtbar zu machen, ist die höchste Kunst der Fotografie. Sagte Friedrich Dürrenmatt, und das ist ja eigentlich ein Maler gewesen, er hat das trotzdem über die Fotografie gesagt, was ich ganz interessant finde. Und es ist tatsächlich so, dass man probiert, nicht nur ein Foto einfach zu machen, vor allem wenn man Porträtaufnahmen macht, und Dürrenmatt hat ja viele Porträtbilder auch gemalt, sondern auch so ein bisschen ja, den Charakter eines Bildes rauszuarbeiten und rauszuarbeiten, wie diese Person ist. Ist sie aggressiv? Dann auch vielleicht das Aggressive rauszuarbeiten. Ist sie besonders erhaben rausarbeiten und so weiter. Finde ich ein sehr inspirierendes Zitat und absolut 100% zutreffend in der Porträtfotografie. Auf jeden Fall aber kümmern sich die Menschen zu viel um die fotografische Technik und zu wenig um das Sehen. Sagte auch Henri Cartier-Bresson, immer noch der gleiche französische Fotograf. Und der ist ja mittlerweile in die Jahre gekommen. Und trotzdem war das scheinbar damals auch schon aktuell, dass sich Menschen zu sehr um den ganzen technischen Schnickschnack kümmern und um was auch immer die Kamera für technische super tolle Sachen hat und so weiter. Und zu wenig um das Eigentliche, das Fotografieren, das Beobachten, das Sehen, das dann auch festhalten. Sehr, sehr wichtig.
Ein Bild sollte man anschauen und nicht darüber reden, sagte Elliot Erwitt einst und sehe ich 1000% auch so. Ich hasse es, wenn man über Bilder diskutiert und über Bilder sich unterhält. Und ich habe es damals auch schon in der Schule nicht gemocht, Bildanalysen zu machen, was der Künstler sich wohl dabei gedacht hat. Was ich teilweise lese und amüsiere mich selber, was Leute in meine Bilder teilweise reininterpretieren, was ich gar nicht so gedacht habe, aber was interessant ist. Ja? Ich finde, man sollte einfach ein Bild genießen, ja, und zwar schweigend genießen. Und dann ist alles schön. Mach sichtbar, was ohne dich niemals wahrgenommen werden wäre, worden wäre, sagte Robert Bresson. Sind die eigentlich verwandt miteinander? Könnte gut sein. Ich finde dieses Zitat sehr, sehr gut, weil das für mich auch selber der Anspruch ist, wenn ich rausgehe und fotografiere. Ich achte darauf oder probiere es jedenfalls, Dinge abzulichten oder so abzulichten, wie sie, so sehe ich das jedenfalls, noch niemand vorher abgelichtet hat. Das heißt, selbst wenn ich an eine Stelle gehe, wo schon 1000 Leute waren, selbst wenn ich an eine Stelle gehe, wo ich schon 1000 Mal war, probiere ich jedes Mal, es aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, aus einer anderen Richtung zu betrachten. Und gerade in der Landschaftsfotografie zum Beispiel ändert sich das ja täglich. Jeden Tag ist ein anderes Wetter, jeden Tag sind andere Wolken, eine andere Stimmung. Und obwohl der Platz der gleiche ist, verliert der Baum vielleicht seine Blätter, die sind orange, die sind rot, die sind grün, die sind ab, was auch immer. Ja? Es verändert sich die ganze Zeit und jedes Mal ist es komplett anders. Das heißt, probiert Dinge anders zu fotografieren, jedes Mal. Und macht sichtbar, was ohne euch nicht sichtbar geworden wäre. Oh, ist das schön. Das nächste Zitat ist richtig tricky, denn es ist ein Doppelzitat. Joe McNally hat nämlich mal gesagt, John Leongard, the picture editor at Life, always used to tell me, if you want something to look interesting, don't light all of it. Bedeutet auf Deutsch so viel wie, wenn du möchtest, dass etwas interessant aussieht, dann beleuchte nicht alles davon. Bezieht sich wahrscheinlich aufs Blitzen oder aufs Licht allgemein. Das heißt, wenn man möchte, dass etwas interessant aussieht, man sich damit beschäftigt und sich denkt, das sieht aber mystisch aus, dann sollte man einfach nicht das komplette Bild hell beleuchten, sondern Schatten mit einbauen. Schatten machen Bilder interessant. Don't shoot what it looks like, shoot what it feels like, sagte David Allen Harvey eins. Klingt ein bisschen wie ein Boyband-Line oder eine Boyband-Line aus einem Song, ist aber auch ein sehr, sehr sinnvolles Zitat. Fotografiere nicht, wie es aussieht, sondern wie es sich anfühlt, ja, im Herzen. Und ich kann das auf mehrere Sachen beziehen. Zum einen auf die Porträtfotografie natürlich. Nicht nur einfach so, dass es irgendwie besonders technisch toll aussieht und nach Regeln und so weiter, sondern einfach so, dass es sich geil anfühlt innen drin. Aber auch in der Landschaftsfotografie mache ich das oft so, dass ich Bilder so einfange, wie es sich gerade anfühlt. Ja, das heißt, wenn etwas besonders stürmisch und kalt und was auch immer ist, probiere ich dieses Bild auch so einzufangen. Und wenn etwas besonders heiß ist und besonders trist zum Beispiel auch ist, dann probiere ich das auch so einzufangen. Das waren 10 Fotografie-Zitate. Du kennst sicherlich auch noch ein Zitat, was dich vielleicht inspiriert, vielleicht aber auch einfach nur zum Schmunzeln bringt. Dann poste es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir bald 100 Zitate über Fotografie-Video hin. Ansonsten an der Seite gibt es noch mehr Videos übers Fotografieren. Hier ist der Abonnieren-Knopf. Raufklicken, kein Video mehr verpassen. Jeden Sonntag um 12 Uhr gibt es ein neues kostenloses Video über die Fotografie. Nebendran ist der Link auf lernvonben.de, da gibt es Video-Workshops, richtige Workshops und ganz viele andere tolle Sachen. Checkt's aus, klickt drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Niemals vergessen, sag mal Einstellung, Digga.